Kilian, du hast ja letzte Woche deine Wortkette eingerappt. Ja, Absolut. der neue Stern am Himmel der Rap-Szene, würde ich sagen. Es dauert nicht lange, dann laufe ich bei Penny Live. Safe. So, und das war eine absolute Katastrophe. Also wir Nein, erinnern uns. ja. Und wir haben jetzt einen Zuhörer und auch ein sehr geschätzter Comedy- und Podcaster-Kollege, Nick Duschek. Ja, wir lieben Nick wirklich über alles, muss man mal sagen. Großer Fan von seinen Sachen, hört auf jeden Fall auch mal in den Podcast rein. Ehrenfrau und Quotenmann heißt der. Wirklich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gute Beobachtungen. Wir werden die beiden auch mal einladen in unseren Podcast. Also es ist wirklich nice. Und der hat uns jetzt eine richtig tolle Sache eingesendet. Der Junge kann rappen. Im Gegensatz zu dir, Er der kann kann halt wirklich rappen. Musik machen, ne? Das ist der Der Unterschied. hat einen Beat gebaut und dazu einen Text geschrieben, teilweise Sachen von dir übernommen, teilweise eigene Lines reingepfeffert. Und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Tonspur ab, los geht's! Nick Duschek, spitte die Bits. Oh, yeah. Scampis beim Jazz Dance, sie vernichten alles hinter sich, so wie Backspace Game Over Checkmate, ja, so ist das Gameplay. Deine Crew wird angefahren, abgefahren, Matti Kielis Lageplan, bam bam bam. Nach der 10. Folge schön Ferrari fahren, Geld von Vater Staat und du hängst an alten Traditionen, Materfall. Seit ich Scampis kenne, sind mir alle anderen so egal. Gebe meinen Kuscheltieren Matti Kilian Kosenamen bei dieser Fantasiereise, da brauchst du keine Probefahrt, nur Gewinne, keine Nieten, ja, ich kauf paar Lose grad. Lieber Scampis bingen als Bungee springen. Bei den Titelsong jetzt auch schon meine Tanten singen. Angesagt bei Kids, wenn sie aus Ranzen klingen. Und Waldorfschüler ihren Namen tanzen singen. Zwei Klassenclowns rasten aus, macht Applaus, holen aus dem Schrank direkt paar Tasten raus. Erschreckend witzig wie eine Wasserpistole beim Amoklauf. Herzlich willkommen zur 6. Folge Scampis beim Jazz Dance. An meiner Seite in Hannover, also nicht ganz an meiner Seite, sitzt Matti. Hallo Leute, ich fühle mich doch immer wie an deiner Seite. Ja. Und an meiner Seite kann ich begrüßen den großartigen Kilian! Okay, wir haben schon viel zu viel Energie am Anfang. Ja, Muss ich das war zu viel. Das war nicht gut, das war zu viel. Finde ich gut. Ich habe nur Angst, dass uns das am Ende verloren geht, weißt du? Ich Wir ballern hier wieder die am Angst, Anfang die raus. Angst habe ich nicht. Ich habe die Gewissheit, dass uns das verloren geht zum Ende der Folge. Ich bin fix und alle, Matti. Wie geht's dir? Mir geht es tatsächlich ziemlich gut. Ich habe ein super erholsames Wochenende. Ich habe sturmfrei. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wenn man sturmfrei hat, ist es so richtig Me-Time. Ich wohne ja mit drei anderen Leuten. Und dass alle weg sind, ist verdammt selten. Und dann ist halt einfach auch mal nice, alleine zu sein, zu kochen und keiner ist irgendwie da. Ist auch mal schön. Ich glaube, das wird die große Folge des schlechten Sounds, weil an Mattis Seite eben heute Nina fehlt, weil Matti ja sturmfrei hat. Das heißt, sie kann jetzt nicht kontrollieren, ob er auch in das Mikrofon spricht. Und bei mir ist es so, da kommen wir später zu, ich bin umgezogen und ich sag mal so, der Hall ist hier mein ganz großer Freund heute. Der Hall und ich, wir nehmen zusammen diese Folge hier auf. Sitzt du im Westflügel oder wo bist Ich du? sitze im Westflügel jetzt, ja genau. Wie viel Quadratmeter hast du denn jetzt? 54. Ach krass, ja, das ist ja echt. Und halt keine. Von 17 auf 54. Hättest du nicht Eierschalen irgendwie? Nee, nicht Eierschalenpappen. Nee, wie heißt das? Eierpappen, Eierpappen. ja. Ja. Oder Hättest du die Eier nicht an die einfach. Wand Ich hängen? hätte Eier an die Wände schmieren können. Und dann ist der Hall besser. Dann ist der Hall Wie besser. stehst du zu sturmfrei? Als Kind war das ja das Nonplusultra. Matti, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wollen wir erstmal ganz kurz die erste Kategorie abfeuern und dann reden wir über sturmfrei. Ich möchte mal ganz kurz, wir können ja nicht einfach das Wort Medias Res so überspringen und so salopp hinterher Na sagen. Was klar, ist das denn? das ist hier ein Bist du jetzt Bildungspodcast. durch den Umzug irgendwie gebildeter geworden? Wir werden von Leuten gehört, die die Zeit abonniert haben und dann kann man da auch mal ein bisschen den Anspruch heben und sagen, wir gehen nachher in Medias Res und erstmal wird das Jodelduell abgefeiert hier. Jodel-Duell. Das ist aber keiner von meinen Freunden auf jeden Fall, wenn ich das sage. Okay, gehen wir ins Jodelduell. Ich habe wieder was Fantastisches mir überlegt. Es ist wieder so ein Ding, wo ich wirklich nicht weiß, ob es verstanden wird. Muss ich wirklich mal sagen. Ich bin ganz gespannt, was da. Also diese Ankündigung kann wirklich bei Matti alles bedeuten. Ich gehe davon aus, es ist kein Jodel unter drei Sätzen. Das ist absolut wahr. Da ist auch ein Zitat drin und Ah, alles. mit Fußnote? Mit Fußnote und Anführungsstrichen. Ich habe mir übers Wetter Gedanken gemacht. Ja.
Das Thema holt mich ab. Ja, Wetter ist, damit kann jeder was anfangen. Da drückt jeder mal gerne auf den Upvote. Ich werde jodeln. Ich glaube, Regenbögen sind eine Überforderung des Wetters mit der Situation. Da findet im Himmel ein krasser Konflikt statt. Sonne oder Regen? Sonne oder Regen? Und das Wetter so, bunt. Ja, ja. Ich finde es, Finde ich gut. Holt mich auf eine Art ab. Regenbögen sind toll. Regenbögen sind auch gerade in, im Rahmen mit Einhörnern und so. Das ist schon mal, insofern holst du die Leute da ab, wo sie sind. Das finde ich ganz gut. Die Frage ist, also es ist so eine Stand-up-Idee. Ja, genau. Ich könnte mir das auch auf der Bühne vorstellen. Aber das ist so ein Ding. Du hast ja auch schon 30 Minuten zum Thema Regenbögen und Wetterphänomene geschrieben. Und das ist ja so ein bisschen der Einstieg. Und bin gespannt, ob du mit diesem Einstieg auch bei Jodel die Upvotes abholst, wie du das normalerweise auf der Bühne tust. Absolut. Nee, aber das ist auch so ein Ding, wo ich auf der Bühne nicht wüsste, ob da das Publikum vor mir sitzt und sagt, wie bitte? Oder sich halt wegschmeißt, ne? Also die zwei Optionen gibt es halt. Es ist bei dir aber auch immer entweder das eine oder das andere. Auch bei dem gleichen Bit, nur wenn das Publikum unterschiedlich ist, passiert das entweder das eine oder das andere. Ich glaube, dazwischen gibt es eigentlich keine Reaktion, oder? Auf dein Comedy. Also du bist niemandem egal, glaube ich. Das ist ja auch irgendwie was Positives. Das stimmt tatsächlich. Also ich habe selten so Nummern, wo ich von der Bühne gehe und denke, ja, es war okay. Also entweder merke ich, okay, die hatten richtig Bock und es war mega nice. Oder einfach absolute Stille. Wobei, das stimmt auch nicht. Ich hatte bisher noch keinen Auftritt ohne einen Lacher. Und dazu muss man sagen, es gab die Möglichkeit. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich in einem Kino gespielt mit 200, also es war halt 200 Sitzplätze und es waren 11 Leute da. Und diese 11 Leute waren alle Rentner. Und die Rentner haben sich natürlich nicht in die erste Reihe alle zusammengesetzt, nee, wo sie sich mal weglachen können. Nein, jeder saß an einer anderen Ecke des Kinos. Das war wahrscheinlich vor Corona, aber trotzdem unter den neuesten Hygienebedingungen waren die Plätze aufgeteilt, ne? Absolut, absolut. Das trifft sehr, sehr gut. Und die haben an einer Stelle einmal gelacht, wo es aber gar kein Lachpart war. Also es war ganz, ganz weird. Naja. Ja. Okay, das ist dein Jodel zum Thema Regenbögen. Ich feuer den mal raus. Ich bin ja jetzt hier schon auf dem Bildungsniveau in diesem Podcast unterwegs, also auf eher Bildungssprachenniveau. Und hier wird auch die ein oder andere lateinische Floskel benutzt und so. Und deshalb werde ich jetzt mit meinem Jodel einfach die neurobiologische Community in Braunschweig abholen. Und zwar mit folgendem Jodel. Warum können sich Nilpferde so gut Dinge merken? Weil sie so oft am Hippocampus sind. Oh Mann, ey, wenn ich heute wieder verliere. So. Das ist ja wirklich einfach eine Frechheit von Jodel. Und raus. Ich verstehe den nicht. Du verstehst was den ist nicht? Denn, wie heißt denn das? Also es ist ein Wortspiel, das hätte ich schon mal ermittelt auf jeden Fall. Das Wortspiel Hippo ist das Nilpferd und Campus ist ja nun das Unigelände im weitesten Sinne. Das ist das Wortspiel. Und der Hippocampus ist eine Gehirnregion, in der das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis zusammengeschaltet sind und die Kommunikation dazwischen stattfindet. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei Alles steht Kopf, die Region, wo die Kugeln ins Langzeitgedächtnis gefeuert werden am Ende des Tages. Und ich habe den Film nicht gesehen. Ja, aber vielleicht ja die eine oder andere Person, die zuhört, oder? Ach so. Könnte gut sein. Könnte sein. Die drei. Und das ist sozusagen der Hippocampus und der entscheidet dann, was aus deinem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis geht. Das heißt, wenn dein Hippocampus gut funktioniert und du da häufig unterwegs bist, im übertragenen Sinne, dann geht relativ viel von dem, was du im Kurzzeitgedächtnis hast, auch ins Langzeitgedächtnis. Also ich muss mal sagen, unsere beiden Jodel sind sehr, sehr verkopft. Dein trifft sogar sehr genau verkopft. Ja. Ich glaube, mit Wetter können Menschen mehr anfangen als mit ihrem Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Meinst du, irgendein Jodel von beiden wird eine zweistellige Abwortzahl kriegen? Ich glaube, meiner ist so einer, der entweder am Anfang wirklich verstanden wird und gut funktioniert und dann geht er ab oder er dümpelt halt rum. Okay. Unten bei 0. Ich glaube, wir werden beide am Ende der Folge zumindest eine einstellige Abwortzahl haben. Das ist meine Prognose für diese Folge. Okay, finde ich spannend, weil beide einfach schlecht sind. Ja, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, weil das war in den meisten Folgen bisher so am Ende, dass wir beide eine einstellige Abwurzahl hatten.
Sehr wahr. Apropos schlecht, ich habe jetzt schon meinen schlimmsten Auftritt erzählt in dem Kino. Ja. Was war deiner? Also ich habe am Anfang, bevor ich dann auch nach Hannover gekommen bin, um bei Stand-Up Comedy Hannover Auftritte zu machen, habe ich Auftritte gemacht bei Open Stages, die nicht auf Comedy fokussiert sind, sondern komplette Open Stages sind. Und da, also da kann man hinkommen und Poetry Slam machen, da kann man Musik machen, da kann man alles Mögliche machen, da kann man auch so irgendwie Magiekram machen oder keine Ahnung, alles Mögliche, Science Slam, was auch immer man möchte und ich eben als Stand-Up-Comedian. Und das sind die beschissensten Auftritte, die man haben kann und das liegt überhaupt gar nicht, also es liegt einfach am Konzept. Da kommen, da sind dann Leute, die dann sich da teilweise einfach von Musik berieseln lassen wollen oder sowas und du hast relativ viele Leute im Publikum, für die Stand-Up-Comedy einfach nichts ist, weil das einfach nicht deren Geschmack trifft oder so. Und da habe ich wirklich mehrfach Auftritte gehabt, wo einfach nur komplett Stille war, auch einen ganzen Auftritt lang. Und auch, also meine ersten Auftritte waren auf solchen Bühnen und dann dachte ich so, da wurde dann so an ein, zwei Stellen gelacht und dann habe ich gedacht, ja, okay, musste vielleicht nochmal dran arbeiten und dann woanders nochmal probieren. Und ich erinnere mich an einen Auftritt, das war, glaube ich, mein schlechtester Auftritt, der war in Lehrte, genau, in einem Kino bei einer Open Stage. Und das ist das Kino. Das ist das Kino, wo meiner war. Das ist das Kino. Witzig. Ja, bei mir war es komplett voll, aber die Geräuschkulisse wird die gleiche gewesen sein bei meinem Auftritt. Ich bin erstmal, musste anfangen an diesem Abend. Ich bin als Erster aufgetreten, was schon mal kacke ist. Und es war ein absurder Abend, der wirklich, also es war einfach absurd, was da stattgefunden hat. Und da war es eben dann so, dass das wirklich, da war nicht ein Lacher dabei, nichts, keine Reaktion. Ich habe meine besten Bits rausgehauen, es gab gar nichts. Und dann habe ich genau diesen Auftritt mit genau den gleichen Bits in genau der gleichen Reihenfolge nochmal in Hannover in der alten Probierbar gemacht. Ah, da habe ich wahrscheinlich moderiert, oder? Ich weiß, das war der Abend, wo Nick Duschek einen aus dem Publikum gebeten hat, den Zettel zu halten. Falls du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, entweder habe ich moderiert oder ich bin auch aufgetreten. Nick Duschek, auch ein lieber Comedian und Podcast-Kollege auch. Und naja, auf jeden Fall war das der Abend, wo ich das genau so nochmal gemacht habe. Und es lief mega gut. Es haben viele Leute an vielen Stellen gelacht. Und es war, ich musste Pausen machen, um die Leute lachen zu lassen und so. Es war richtig gut. Und es war einfach genau das gleiche Programm. Und es lag jetzt auch nicht, also meine Form war jetzt auch nicht so unterschiedlich. Also diese Open Stages sind einfach schwierig für Comedians. Aber das kann ich bestätigen. Ich war ja an dem Abend da und du hast auf jeden Fall am meisten abgerissen, muss man einfach mal so sagen. Und immer, ich habe auch häufig Freunde mit dabei, wenn die dann sagen, ja, der war gut, dann weiß ich, okay, das war ein guter Auftritt. Und das war bei dir an dem Abend so tatsächlich. Ja. Aber ich kann auch einhaken bei diesen Open Stages. Ich hatte tatsächlich bisher noch mit diesen Open Stages noch nicht so schlechte Erfahrungen. Aber ich war in Celle bei einem Open Stage-Ding und da waren auch 60 Leute oder so. Und ich war irgendwie Fünfter und vor mir ist eine war das in so einem nicht. In so einer Art Schloss und dann ist das so ein war im Schloss. Ja, da war ich auch mal, genau, und dann ist vor mir eine Mitte 40-jährige Frau auf die Bühne gegangen und die hat vorher schon zu mir gesagt, sie macht Gedankenlesen. Und ich dachte, jetzt kommt so Zauberkram. Nee, es kam, ihre Gedanken werden vorgelesen. Wie geil, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Na klar, bei Gedankenlesen kannst du einfach deine eigenen Gedanken vorlesen. Das ist ja mega clever. Ja. Unfassbar clever. Aber sie hat dann ein Gedicht geschrieben und ich war nach ihr dran. Und es ging um ihren verstorbenen Mann. Ach du Kacke. Und ich musste mich so zurückhalten, nicht zu lachen, weil ich wusste, ich gehe da gleich auf die Bühne. Und die Stimmung, die ist halt so krass im Keller. Und ich habe wirklich mit jedem Wort, was sie gesagt hat, irgendwie, ja, und ich vermisse ihn, diesen Moment, wenn er im Garten gearbeitet hat und dann reinkommt und wir zusammen unser Kaffee und Kuchen essen und so. Und ich dachte, scheiße. Und dann bin ich tatsächlich auf die Bühne und habe gedacht, okay, fuck it, irgendwie, das wird hier nix. Und mit der Einstellung hat man echt immer die besten Auftritte. Die das Leute stimmt. hatten dann richtig, richtig Bock zu lachen, weil sie da wieder rauskommen wollten. Also es war ein richtig nicer Auftritt. Der große Bela B. hat mal gesungen, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und das stimmt bei solchen Auftritten meistens auch. Ich war da auch bei dem Auftritt, also nicht bei dem Auftritt, sondern bei einer Veranstaltung dort in Celle. Und es war tatsächlich auch
also ich dachte auch, es wird schwierig, es war kein Mikrofon und so, aber es ging dann, mein Auftritt war ganz gut und am Ende wird man eben, das Publikum kann, glaube ich, abstimmen, wer gewinnt oder so und man kriegt dann noch, kriegt man Preisgeld oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, die können in den Hut was werfen. Genau, stimmt. Und dann wird ausgerechnet, wer wie viel bekommen hat und dementsprechend die Person, die am meisten bekommen hat, hat halt gewonnen. Und ich bin Zweiter geworden und Erste ist ein, ich glaube, ein 14- oder 13-jähriges Mädchen geworden, die gesungen hat und die auch echt gut gesungen hat. Das ist immer so. Es ist und da hast du einfach keine Chance. Ich habe schon gedacht, als sie da auf der, als ich sie im Publikum da gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, ob sie vielleicht sogar vor mir aufgetreten ist, aber da habe ich schon gedacht, uiuiui, ich mache hier Witze über Nekrophile. Und da sitzt ein minderjähriges, wahrscheinlich minderjähriges Mädchen im Publikum. Das war schwierig, aber ich habe es einfach durchgezogen. Und ich finde es auch immer cool bei so Open Stages, man denkt, man sieht einfach Dinge und denkt, what the, was habe ich da gerade gesehen? In Lehrte bei der Open Stage, da ist eine Person aufgetreten, die ein Science Slam gemacht hat und in diesem Science Slam Homöopathie erklärt hat. Aber ach, als Scheiß. Fan. Und dann da irgendwelche Ampullen aufgebaut hat und irgendwelche Tropfen dann immer von da nach da. Und das war dann diese Potenzierung, die da irgendwie stattfindet. Und dadurch wird, also weniger ist mehr ja in der Homöopathie. Das habe ich aus diesem Abend mitgenommen. Und das war absurd, was ich da gesehen habe. Ich konnte es gar nicht richtig fassen. Die Leute haben es still ertragen, genauso wie sie meinen Auftritt auch still ertragen haben. Und trotzdem hatte das Mädchen mehr Geld in ihrem Hut am Ende als du, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber du hast schon recht, ich liebe an Stand-Up-Comedy natürlich auf der einen Seite, die auf der Bühne stehen und so mit dem Publikum, aber fast genauso geil ist halt Backstage irgendwie mit den Comedians zu quatschen und halt auch bei diesen Open Stages halt irgendwie Musiker kennenzulernen, Zauberer kennenzulernen und so weiter. Das ist schon richtig cool. Ja, das stimmt. Da hat man dann auch nochmal die größere Range an Leuten. Das Einzige, wo ich das überhaupt nicht mag, und das ist, ich glaube, da trete ich jetzt viel mit auf die Füße, aber es ist beim Poetry Slam. Ich bin auch häufig schon beim Poetry Slam aufgetreten und ich ertrage das nicht so richtig, wenn da Texte vorgetragen werden, die nicht lustig sind. Weil das immer so, das sind Leute, die sich für Goethe halten, also so kommt es mir zumindest vor, und da versuchen, die ganz große Lyrik aufzufahren und das meistens dann nicht so gut klappt. Und wenn dann einfach, keine Ahnung, 17-jährige Mädchen von der Weisheit des Lebens erzählen, dann klingt das einfach nach einer Reihe von Kalendersprüchen. Und weil das eben nicht mit der entsprechenden Lebenserfahrung gedeckt werden kann. Und das ist einfach schwierig für mich zu ertragen. Und da bin ich dann wirklich so, dass ich meistens mich so irgendwo hinsetze in irgendeinen Raum, wo ich nicht höre, was auf der Bühne passiert. Weil ich wirklich körperliche Reaktionen habe. Ich kriege Gänsehaut und Schweißausbrüche. Ohne Witz. Krass, ja gut. Wir haben ja auch schon, also wir kennen uns ja tatsächlich nur von der Bühne, wir kennen uns ja nur über Stand-Up. Wir haben ja schon eine Menge Auftritte zusammen gehabt. Erinnerst du dich an einen am meisten? Ich erinnere mich nicht an einen am meisten, aber es gibt gewisse Bits von dir, die ich über im zeitlichen Verlauf gesehen habe. Ich erinnere mich noch den ersten Auftritt in der Marlene in Hannover. Unser lieber Kollege Hannes Wendt das moderiert. Ja, genau. Das war tatsächlich mein zweiter Auftritt. Ja. Überhaupt. Und da habe ich konnte dich überhaupt nicht einschätzen und hab gedacht, oh, das ist, also irgendwie ist er komisch, aber vielleicht ist es auch doch ganz lustig. Ich weiß, kann nicht mehr genau sagen, wie der Auftritt lief, aber ich weiß, dass dieses Bit oder diese Bits, die du da performt hast, die du weitergetragen hast, mit der Zeit immer besser wurden, je öfter du die gemacht hast. Und dann sieht man dich halt irgendwann mit deinem AOK-Bit, wo du bei der Krankenkasse anrufst, auf einer Bühne irgendwas abreißen und die Leute liegen vor Lachen auf dem Boden und du hast dieses Bit aber auch schon mal irgendwo gespielt und alle haben dich einfach komisch angeguckt vor einem halben Jahr oder sowas. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, das ist super spannend, dass du das sagst, weil das habe ich bei dir auch total. Also wir haben uns ja das erste Mal kennengelernt tatsächlich bei meinem zweiten Auftritt und da dachte ich auch, ein bisschen komisch. Ja. Bisschen komischer Typ. Wir haben tatsächlich auch über Poetry Slams gesprochen und da hast du mir noch empfohlen, dass man ja auch mal zu Poetry Slams gehen kann. Ja, weil man halt Auftrittschancen bekommt, ne? Das ist der. Ja, total. Also Übung, ja. Aber ich finde halt auch beeindruckend, dann halt bei den Kollegen zu sehen, wie unterschiedlich gut ihre Sachen funktionieren. Ja. Also ich habe dich halt auch wirklich schon abreißen sehen. Und dann waren wir bei einem super wichtigen Veranstaltung. Oh, das war ein Master Slam.
Das war ein Master Slam. Das heißt, da kommen alle zusammen, die schon mal einen kleineren Slam gewonnen haben. Und da war das Preisgeld auch irgendwie 500 Euro ja. oder so. Also es war schon ziemlich viel Geld. Und du warst letzter vor der Pause. Und der Auftritt eigentlich war kein schlechter Auftrittsslot. Nee, eigentlich sehr, sehr gut. Du bist aber auf die Bühne in Braunschweig mit Hallo Hannover! Ja. Und ich kenne das ja von dir. Du provozierst auch gerne mal das Publikum und forderst das heraus. Aber in dem Moment hast du halt nicht... Hast du halt nicht deine Gags dazu gemacht, sondern du hast es einfach stehen lassen. Ich hab's stehen lassen. Du hast gesagt, hallo Hannover! Und alle so, hä, was ist mit ihm? Und Hannover-Braunschweig, schwieriges Verhältnis, ist ein bisschen so wie Köln-Düsseldorf vielleicht, oder? Keine Ahnung. Ja. Schalke-Dortmund. Und dann war ich tatsächlich nach der Pause dran. Quasi nach dir. Ja. Und ich musste richtig arbeiten, dass da die Stimmung wieder... Dass die Stimmung wieder kommt. Es gab da auch, also es war einfach ein wahnsinnig provozierendes Set, was ich da gespielt habe. Das ging, also es wurde schlimmer und schlimmer. Und da ist dann natürlich auch, man hat ja dann was vorbereitet. Und in diesem Fall war es wirklich schockierend auch, was ich da auf der Bühne dargeboten habe. Mit Absicht auch. Ja. Und ich weiß, das finden dann, ein paar Leute finden es dann lustig, sowas, und ein paar Leute können damit überhaupt nichts anfangen. Damit kann ich dann leben. Aber das Problem ist, wenn man dann so ein Set anfängt und schon bei der ersten härteren Pointe niemand lacht, weil den Leuten das zu hart ist, und du hast aber im Kopf, was da alles noch kommt. Du weißt ja schon, was noch kommt. Ja. Die Leute wissen das ja aber nicht. Dann wird es schwierig. Und da wusste ich dann, okay, fuck it, dann ist halt auch egal. Das war auch sowieso ein Tag, wo ich wahnsinnig gestresst war und mein Kopf überhaupt nicht frei war. Deshalb konnte ich jetzt nicht auch einfach mal aus dem Kopf eben das Programm ändern. Dazu war ich nicht in der Lage. Und dann habe ich es einfach durchgezogen. Und dann habe ich auch da meine Hitlerwitze und so gemacht. Und am Ende hat wirklich am meisten ein Freund von mir gelacht, mit dem ich zusammen im Geschichts-LK war. Geil. Ja, ich erinnere mich noch an den kompletten Auftritt und du hast es souverän tatsächlich gemeistert, ne? Also das Schwierigste an Stand-Up ist halt nicht zu funktionieren, wenn das Publikum gut ist. So, das Schwierigste ist halt, wenn es nicht gut ist. Und du hast tatsächlich die in der ersten halben Minute verloren, habe ich gemerkt. So, die sind weg. Und auch gehen lassen. Ist zwischendurch. Ja, genau, zwischendurch, das ist nicht nur eine Metapher, zwischendurch ist in deinem Auftritt jemand aufgestanden, provokativ vor der Bühne langgelaufen und auf Klo gegangen. Und das fand ich halt super, super funny, weil du hast es halt, also ein guter Stand-Up-Comedian macht da halt was draus. Und das hast du tatsächlich gemacht. Du hast, als der wiedergekommen ist, du hast irgendwie Gags dazu gemacht. Und das fand ich sehr, sehr souverän. Ja, danke. Ja. Und das muss man halt auch erstmal machen vor 200 Leuten. So. Also aber ich habe halt irgendwie. Ich habe dann, das war wirklich voll der Laden, ne? Aber ich habe das gelernt durch diese Open-Stage-Erfahrung, dass das Schlimmste, was passiert, der größte anzunehmende Unfall sozusagen auf der Bühne, ist einfach, dass nichts passiert. In dem Sinne, dass keiner lacht. Also es ist nicht so, man kennt ja diese Szene aus den Blues Brothers, wo die auf Tour gehen und dann sind sie in diesem Country Club und stehen da auf der Bühne und vor der Bühne ist so eine Art Maschendrahtzaun und da werden Bierflaschen und alles Mögliche gegengeschmissen, weil die Leute in der Country Bar mit Blues nichts anfangen können. Sowas passiert nicht, das stellt man sich dann vor, aber sowas passiert nicht, sondern das Schlimmste, was passiert ist Schweigen. Und wenn man das ist gelernt hat auszuhalten, ist das gar nicht mehr so schlimm. Total. Total. Ich würde auch sagen, genug von Comedy Nerd Talk erstmal. Ich würde tatsächlich meinen Jodel als Anlass nutzen, um nochmal mit dir über Wetter zu reden. Ja. Weil du hast es richtig erkannt, ich habe da schon ein fertiges Set zu. Ich sag's. Ja, na klar. Da sind eine Menge Prämissen, weil Wetter ist auch einfach komisch. Weil, also Nummer eins ist, warum schneit es manchmal und warum hagelt es manchmal? Ja. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Das stimmt. Ich habe ja einen Erdkunde-Leistungskurs gehabt und da sind so immer so Fragmente hängen geblieben und diese Fragmente an Fleichtwissen, die kommen dann manchmal vor bei sowas und dann denke ich aber immer, nee, das kann eigentlich nicht sein. Also bei Hagel fällt mir zum Beispiel ein, dass Hagelkörner größer werden, weil sie im Himmel immer hoch und runter fliegen durch irgendwelche Hitzeströmungen und dabei größer werden. Aber es kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht richtig sein. Durch Hitzeströmung hoch und runter. Also so ein Hagelkorn ist eine Schneeflocke, die immer durch Hitzeströmung hoch und runter gewirbelt wird. Sagt mir mein Kopf gerade. Plausibel. Ist plausibel. Ist, ja. Okay, springen wir zur nächsten. Es fällt mir verdammt schwer zu akzeptieren, dass wenn Sand verbrennt, Glas draus wird. Ja.
Das ist, also das kann doch nicht angehen. Das Ding ist körnig, das ist gelb und dann machst du da Feuer dran und dann ist es durchsichtig? Entschuldige mal. Also Glas ist sowieso, also liebe Grüße erstmal an die Minecraft-Community, die Häuser wild bauen. Da wird schön der Ofen angefeuert und dann wird in die Wüste gegangen, ins Wüstenbiotop und dann wird da einmal schön mit der Schaufel der Sand abgehauen, um dann schön sich einen Glaskasten ins Quadrat zu hauen. Aber es ist ja schon, also es ist auch, Glas ist sowieso komisch, weil das dann, wenn das gemacht wird, ja auch, also erstmal, dass es durchsichtig wird. Was ist ein Sandkorn? Das ist ein Stein. Also warum geht das mit großen Steinen nicht? Das ist Boah, wie geil wäre das? Auch komisch. Und wie Glas auch geformt wird und so, das ist höchst komisch. Was mega beeindruckend ist, ist, wenn so ein Blitz in eine Sandkiste einschlägt. Ah, das echt? Ist Glas. Was passiert da? Ja, dann ist da so ein Glasblitz nicht in der im Sandkiste. Ernst. Kannst du frei buddeln, ja. Wahnsinnig beeindruckend. Krass. Kilian geschockt. Gut, kommen wir vom Sand weiter zu Wind. Was ist Wind? Warum bewegt sich Luft von A nach B? Also ich habe ja gelernt, wenn es Wetterschwankungen gibt, ne? Heiß zu kalt und so, dann gibt es halt Wind. Ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich das ausgleichen will. Ja. Aber warum will sich das ausgleichen? Warum? Was soll das? Ja, also ich finde da auch, dass einfach die Luft eine sehr geringe, um das nächste Fachwort zu bringen, Ambiguitätstoleranz hat. Gott. Das ist heute für die, also wirklich für die Zeitleser und Leserinnen ist das heute eine Folge. Also der Wind kann einfach, oder die Luft kann Widersprüche wirklich überhaupt nicht ab. Also dann muss das immer sofort so harmoniebedürftig ausgeglichen werden. Das ist schon, ja, das verstehe ich auch nicht. Dass das so, ich habe auch immer im Winter, im Sommer, ich habe im Dachgeschoss gewohnt und das war natürlich die letzten Sommer durchaus mal heiß da. Und ich habe immer gedacht, wenn ich so 35 Grad in der Bude habe, und ich mache meine Gefriertour auf. Da sind ja dann, ist ja sehr warme Luft und sehr kalte Luft und die tritt aufeinander. Warum in meinem Kühlschrank nicht ein Gewitter entsteht? Das ist genial. Warum? Warum nicht? So ein kleines Gewitter. Warum passiert das dann nicht? Oder ein Regenbogen. Oder, ja. Klar, natürlich. Oder ein Regenbogen. Weil es einfach überfordert ist. Ja, genau. Okay, und dann habe ich noch eine Sache. Ich check auch Wolken und Regen nicht. Warum sammeln sich da so viel Wassertropfen zusammen, werden zu einer Wolke? Und warum regnet das dann irgendwann? Sagen dann die Tropfen, ich habe keinen Bock mehr, ciao. Warum hält das zusammen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also es wird ja, glaube ich, zu schwer und dann regnet es. Es ist die große Halbwissen-Folge auch. Aber warum, verstehe ich auch nicht. Also Wir müssen echt mal einen Geologen einladen, weil das kann ja nicht angehen, dass wir... Also ich bin mir nicht mal sicher, ob Geologe da die richtige Kategorie ist, weil Geologen sich, glaube ich, mit Boden auseinandersetzen. Oh, dann laden wir einen Wetterfrosch ein. Einen Wetterfrosch, ja. Sven Plöger, bitte mal. Sven Plöger ans Mikrofon, bitte. Sehr gut. Ich bin ja umgezogen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Hall hört, aber er ist da. Du bist ja auch schon mal umgezogen. Ja, absolut. Hat es jemals bei einem Umzug bei dir geklappt, dass du pünktlich Internet an deinem neuen Wohnort hast? Tatsächlich schon. Ich bin ins Wohnheim gezogen und da war schon Internet da, oder wie? Genau, das war alles angeschlossen. Deshalb ist das echt easy gewesen. Okay. Ich habe noch nie in einer WG oder in einem Wohnheim gewohnt und muss da immer mich selber kümmern. Und ich habe immer noch diese leise Hoffnung in mir bei einem Umzug, ich bin schon mehrfach umgezogen, dass es nun jetzt aber wirklich klappt auch mit dem Internet auf Anhieb. Und es klappt nie. Und ich habe wirklich, dieses Mal war es so, ich habe nicht meinen Anbieter gewechselt, ich habe bei dem Anbieter, wo ich bin, nur gesagt, ich ziehe um in diese Adresse. Und wurde mir ein Termin genannt, ab dem das freigeschaltet ist und das wird freigeschaltet und ich muss nicht mal vor Ort sein. So, angeblich ist diese Freischaltung passiert, ich stecke einen Router rein, passiert natürlich nichts. Kein Internet, gar nicht. Dann wurde ich angerufen von einer Servicefrau, die da irgendwie für dieses Unternehmen arbeitet und hat gesagt, funktioniert denn jetzt ihr Internet, hat sie gefragt. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, dann würde am Samstag würde zwischen 12 und 16 Uhr ein Techniker vorbeikommen und er würde sich dann darum kümmern, dass dann Internet da ist. Dieser Samstag war zum Aufnahmezeitpunkt gestern. Rate mal, wer gestern nicht da war.
Und der Internet-Fuzzi. Natürlich nicht. Natürlich war er nicht da. Ich habe am Ende, es war 17.30 Uhr und es stand online, in einer halben Stunde ist der Techniker bei Ihnen. Und das stand aber schon seit 16 Uhr da. Und das stand auch noch, wahrscheinlich steht es immer noch da. Also es was ist man einfach, so, was man so an einem Samstag macht. Auf den Techniker warten. Auf den Techniker herrlich. Warten. Ohne Internet. Es ist wirklich, ich habe immer noch kein Internet. Ich musste mir jetzt heute so ein Guthaben für einen Tag kaufen, dass ich heute unbegrenztes Internet habe an meinem Handy. Ich finde es auch einfach geil, dass dieses Unternehmen dann hinschreibt in diese Informationen für dann und dann kommt der Techniker. Wenn Sie nicht vor Ort sein sollten, wird Ihnen die Anreise in Form von 60 Euro in Rechnung gestellt, weil dann der Techniker umsonst angekommen wäre. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich dem Unternehmen auch 60 Euro in Rechnung stellen kann, wenn ich den ganzen Tag zu Hause war, aber der Techniker nicht gekommen ist. Geht das? Vor allem, was ist das für eine Prämisse? So, meine Anreise ist 60 Euro wert. Ich fände es mal schön, wenn irgendwas von mir 60 Euro wert ist. Ja, ne? Nur damit ich irgendwo hinkomme. Also wie häufig sitze ich in der Bahn irgendwo hin? Könnte ich mal meinen Freunden in Rechnung stellen? 60 Euro, das sind drei Niedersachsen-Tickets. Ja, absolut. Also wirklich. Tja, aber kriegst für jedes Mal, wenn du irgendwo hinfährst, 60 Euro. Gut, privat kannst du da natürlich nicht berechnen, aber beruflich? Also. Das wäre schon geil, ja. Da würde ich die eine oder andere Dienstreise gerne in Kauf nehmen. Absolut. Aber ich find's geil, dass das einfach kein Internetunternehmen, ich glaube, die raten einfach so ein bisschen. Die haben das Internet selber nicht ganz verstanden. Und dann raten die und sagen, naja, das wird schon vielleicht reichen, wenn man da an diesem Schaltkasten was macht, da müssen sie nicht vor Ort sein. Klappt nicht. Und wahrscheinlich sind das Techniker, die auch einfach raten und deshalb ihre Termine gar nicht einhalten können, weil die dann bei irgendwem zu Hause sind und sagen, ja, vielleicht diesen Knopf mal drücken oder vielleicht auch den. Und man denkt immer, habt ihr das nicht gelernt? Müssten die nicht genau wissen, wie das funktioniert, dass ich Internet zu mir kriege? Nee, die raten. Das ist ja keine Expertise. Ich zahle doch für deren Expertise und am Ende raten die. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt und eine sehr gute Brücke zu dem, was mir diese Woche aufgefallen ist. Das sind ja so Berufe, die genau mit Special-Wissen irgendwie glänzen müssen und das ist halt ihr Job. So, und ich war jetzt im Supermarkt gestern und es gibt ja einfach verdammt viele Produkte im Supermarkt. Ne? Und ich koche jetzt sehr regelmäßig. Danke, sollte ich nächste Woche jodeln. Ja. Und ich koche ja jetzt relativ vielseitig und auch mal probiere mal ein paar Sachen aus. Also da möchte ich mal ganz kurz die App Captain Cook allen Leuten empfehlen, wer mal irgendwie so ein bisschen auch vegetarisch kochen will oder so. Wirklich richtig coole Rezepte. Ein paar Sachen sind richtig geil, ein paar Sachen ein bisschen interessanter. und ich habe jetzt Tahinenpaste gebraucht. So. Und ich gehe halt in den Supermarkt und ich hasse einkaufen. Ich hasse es, weil ich finde mich nicht zurecht. Es ist wirklich, ich bin der inkompetenteste Typ im Supermarkt. Weißt du was? Und dann, ich kann dir da helfen. Oh geil. Würdest du für mich einkaufen gehen? Nee, mein Lifehack ist da wirklich Penny Live. Ein wahnsinnig guter Radiosender. Bei Penny Live gibt es die beste Musik, da gibt es die besten Angebote. Da wird man richtig durch den Einkauf begleitet. Das ist fantastisch. Herrlich. Nee, genau. Und dann merke ich halt auch wirklich im Supermarkt, wo die Kompetenzen sitzen, weil ich komme halt wirklich mit richtig Special Interest Sachen an und gestern war es halt Tahinenpaste. Dann habe ich einen gefragt und der wusste das natürlich nicht, Tahinenpaste, wo die steht. Und dann weißt du, wer da der OG, der Oberguru im Supermarkt ist, weil zu dem wirst du dann geleitet. Weil der wird dann gefragt, so, wo ist hier Tahinenpaste? Und der wusste das schnurstracks, das ist sein Gebiet. Dann ist er da zum Pastenregal, wo ich nicht mal wusste, wo das ist. Und hat mir da diese Paste raus. Und dann habe ich gedacht, das ist ja beeindruckend. Irgendwie nimmt man diese Leute irgendwie wahr als, natürlich nett und so, sortieren halt da Sachen ein. Aber der weiß einfach, wo alles ist. Und das finde ich super beeindruckend in so einem riesen Supermarkt. Und du bist dann aber auch eine Person, wenn dir im Supermarkt, wenn du etwas suchst und findest es nicht, du fragst wen. Das ist halt das Problem, ne? Ich habe halt so viele Sachen auf dem Einkaufszettel, die, wo ich nicht weiß, wo die sind. Ach so. Dass ich irgendwann mal jeden im Supermarkt gefragt habe. Und du kannst ja ganz schlecht dann zweimal eine Person fragen. Ja. Weil die dann sagt, geht's ich noch? Kann jetzt nicht hier für sie den Einkauf machen. Und ich habe wirklich gestern mit fünf verschiedenen Leuten da gesprochen. Ich habe zum Beispiel den Grillkäse nicht gefunden. Den gab es auch nicht mehr. Das ist halt auch dann ein Problem. Dann Kapern. Woher soll ich wissen, wo Kapern sind? Wüsste ich auch nicht.
sondern ich bin halt wirklich richtig, also meine Inkompetenz kommt halt am meisten wirklich beim Einkaufen zum Tragen. Ich habe gestern meine Produkte in den falschen Einkaufswagen gelegt. Oh Gott, nein! Das ist das Allerunangenehmste, was du haben kannst. So richtig geil ist, der Person, bei der ich das gemacht habe, hat dann ihre Produkte auch in den falschen Einkaufswagen gelegt. Weil sie halt dachte, das wäre meiner. Und das hat dann so eine Kette an in die falschen Einkaufswagen gelegt. Wir mussten wirklich dann zurücksortieren, wem wir das Scheiße. Das war halt hart unangenehm. Und dann brauche ich halt auch wirklich eine Stunde zum Einkaufen. Das heißt, ich laufe dann den Personen, ich begegne denen halt mehrfach. Oh nein, oh nein, oh unangenehm. Ja. Aber ich bin da auch drüber, weißt du? Mir passieren so viele unangenehme Sachen, ich merke das gar nicht mehr. Also bei mir ist das ja so, wenn ich im Supermarkt bin und ich finde dort etwas nicht, was ich brauche, dann ist es für mich einfach verschollen. Dann ist es nicht da. Ich frage nicht, okay. Ich habe da keine Lust drauf, auf diese Interaktion. Wenn es nicht wirklich richtig wichtig ist, dann ist es einfach, ja gut, es gibt es halt nicht. Dann ist, also da bin ich wirklich auch, ich hänge da nicht an den Dingen, die ich brauche, sondern das ist dann einfach, ja, ist halt nicht da. Ja gut, okay. Wie stehst du denn zu Umzügen allgemein? War das jetzt cool? Ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Umzügen und nein, auch beim Umzüge helfen. Weil, darf ich vielleicht nicht im Podcast sagen, ne? Sonst fragt nee, das ist jeder schwierig, das im Podcast zu sagen. Ja. Jetzt sagt irgendwie jeder Eumel, dass ich ihm helfe. Ich bin dabei, Leute. Fragt mich einfach. Aber ich bin nur dabei, wenn richtig gute Laune herrscht. Also ich bin jemand, der auch dann Sachen, die kacke sind, also Umzüge sind ja kacke, machen wir uns nichts vor, da bin ich jetzt auch nicht komisch und sage, ja, die sind geil, aber wenn alle richtig Bock haben, da diese Wohnung auszuräumen und auch mit den Sachen mal zu scherzen, weil man findet ja auch ganz, ganz viele Sachen bei so einem Umzug, die einfach albern sind und dann wird da mal mit so einem Frisbee den Gag gemacht, der wird dann aus dem Fenster geworfen und so, da bin ich dann voll dabei und natürlich muss es auch eine gute Pizza geben, so, und dann ist so ein Umzug für mich ein sehr gelungener Tag. Also, ja, okay, bei Umzügen von anderen, da ist man ja auch nicht so involviert. Ich habe das jetzt die Woche gemerkt, ich habe die ganze Woche lang zu Hause Sachen schon eingepackt und in den Keller geräumt und sowas, dass man das nicht immer alles dann so auf einmal von der vierten Etage runterschleppen muss, sondern nur noch aus dem Keller hoch. Und das heißt, ich habe im Prinzip fast die ganze Woche in einem noch größeren Provisorium gelebt als eh schon. Und ich finde, bei einem Umzug, wenn sich das so eine Woche hinzieht und man, wenn man angekommen ist und in der neuen Wohnung und alle Sachen drin sind, ist man ja auch noch nicht sofort eingerichtet. Das ist einfach eine, es ist ein so großer Stressfaktor, weil man bei einem anderen Umzug, klar, man hilft da ganz gerne mal mit. Es ist irgendwie vielleicht ganz lustig, wenn man das mit den richtigen Leuten macht und dann ist man froh, wenn man es geschafft hat, dann gibt es noch was zu essen. Aber weißt du, was du dann machen kannst? Du kannst nach Hause fahren in ein fertig eingerichtetes Zuhause. Und die Leute, die umgezogen sind, die haben das nicht, sondern für die geht der Stress dann erstmal noch weiter. Man lebt dann irgendwie auf einem Bett in einem leeren Zimmer, man hört hier den Hall, es ist einfach noch nicht viel eingerichtet hier. Man muss sich überall ummelden. Es ist wahnsinnig stressig einfach. Und weil so diese Grundfeste des Lebens, eine Säule, nämlich der Wohnort, wird eben angerührt und komplett verändert und über den Haufen geworfen. Und es dauert ein bisschen, bis man das wieder aufgebaut hat an dem neuen Wohnort. Und das finde ich einfach wahnsinnig stressig. Und dieser Stress, der zieht sich ja dann auch schon länger hin. Also man hat dann, es war wirklich mein Gedanke, ich habe diese Wohnung besichtigt und es ging wirklich wahnsinnig schnell. Also ich habe es war eine Zeitungsannonce, ich habe um 9:30 morgens angerufen auf dem Samstag und ich war um 12 Uhr mit unterschriebenem Mietvertrag wieder zu Hause. So schnell ging das. Und ich habe wirklich mich sehr gefreut über diese Wohnung, weil die sehr schön ist, aber ich habe gleichzeitig gedacht, ah fuck, jetzt geht das los mit dem Umzug. Weil diese Idee Wohnungssuche macht ja irgendwie Spaß, man guckt sich diese Anzeigen an, man besichtigt mal was, man sieht mal, ach so sehen die Wohnungen hier in diesem Haus aus, so leben diese Menschen, die hier in diesem Viertel wohnen oder so. Das ist ja irgendwie ganz nett und auch sich so Fotos von Wohnungen anzugucken und auch mal so ein bisschen über dem, was man sich eigentlich leisten kann, sich das mal anzugucken, das ist ja alles ganz nett und man träumt dann so. Aber wenn es dann der Mietvertrag, wenn der dann unterschrieben ist, dann wird das so realistisch, dass dieser Umzug jetzt ins Haus steht und das ist dann irgendwie ätzend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da bin ich auch kein Fan von. Aber Kilian, wollen wir mal zu unserer neuen Kategorie kommen? Oh ja, stimmt, schnell, unbedingt. Wir haben uns was Neues überlegt. Und es ist ja so, ich kenne Kilian tatsächlich privat zu 2%. Ich weiß über dich gar nichts. Und Kilian, ich würde dich gerne kennenlernen. Und was geht da besser
was geht da besser als Flirtfragen? Oh ja, wir haben eine fantastische Webseite gefunden im Internet. Die ist von Flirt University. Flirtfragen. Flirt University ist, glaube ich, die zweitrenommierteste Uni nach der Trump University. Genau. Und da kann man sich ein Zufallsthema fürs Date auswerfen lassen. Und wir würden es natürlich auch beim Date machen, ne? Aber jetzt ist natürlich Corona, wir können uns nicht treffen. Jetzt lasst uns doch einfach mal ein neues Zufallsthema auswerfen lassen. Und wir haben auch ein neues, fantastisches Jingle dazu. Die Kategorie heißt Flirt Machine. Flirt Machine. Na, Matti Mausi, dann hau doch mal raus. Was willst du von mir wissen? Na, du kleine Sesamratte. Ich weiß nicht. Du musst wirklich mit auf diesen die Kursenamen, University, wenn du das so machst. Mit den Kursenamen habe ich es noch nicht raus. Okay, was ist das Zufallsthema heute? Unser Zufallsthema? Spannung steigt. Ist Schwiegertochter gesucht? Nein. Das ist ja wohl das unsexy Thema für State. Auch, schlimmer also, geht es schon. Schwiegertochter gesucht explizit diese Sendung. Ja, ich glaube schon. Okay. Wenn es nicht die Sendung ist, ist ja noch viel schlimmer. Das wäre ja noch krasser, ja, stimmt. Ja, Schwiegertochter gesucht. Ja, meine Mutter, die will jetzt einfach, dass ich will eigentlich gar nicht. Stell dir vor, das ist das Gesprächsthema. Aber ey, vor allen Dingen, wer produziert hier so eine Webseite? Niemand nutzt das beim Date. Wie weird ist das denn? Ja, sorry, ich habe hier Flirt University gerade offen. Lass doch mal ein Zufallsthema generieren. Also wenn du dich nicht unterhalten kannst, solltest du dich nicht daten, oder? Nee, also wenn du ein Thema suchen musst, so, das ist schon schwierig. Aber wir haben jetzt Schwiegertochter gesucht. Wir haben Schwiegertochter. Was ist dein Bezug zu Schwiegertochter gesucht? Mein Bezug zu Schwiegertochter gesucht ist, es gibt ja diesen Andreas, der gerufen hat, halt, stopp, jetzt rede ich. Ich glaube, das war Schwiegertochter gesucht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Dieses Meme ist mir durchaus bewusst. Und ich glaube, das ist Frauentausch. Ach, na guck, siehste. Also auch schon schade, dass ich das weiß. Das ist traurig, ja. Und das andere, was ich sicher über Schwiegertochter gesucht weiß, ist, dass das von Vera Entwehen moderiert wird. Und ich habe diese ganze Böhmermann-Geschichte mitbekommen, wo er da so einen Schildkrötensammler eingeschleust hat. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von Schwiegertochter gesucht weiß. Und das Sendungskonzept kann ich mir grob anhand des Titels vorstellen, weil das eigentlich schon alles verrät. Ja, ich habe tatsächlich, also das von Böhmermann, wo er tatsächlich jemanden einschleust, sehr zu empfehlen. Das ist wahnsinnig interessant, weil wirklich mal klar wird, was für asoziale Mechaniken dahinter stehen, hinter Schwiegertochter gesucht. Und ich muss ja sagen, dieser Humor ist ja vor allen Dingen so bei 14-, 15-Jährigen relevant und tatsächlich auch noch in Teilen meiner Freundesgruppe. Grüße gehen raus. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. So, dass ich über irgendwie ganz, also die Leute sind ja einfach nur bemitleidenswert, so die da auftreten und werden dann noch schlechter dargestellt. Das ist überhaupt nicht mein Humor. Auch dieses, kennst du dieses Meme, diese eine, die sagt, ein bisschen Kakaopulver auf Toilettenpapier und dann habe ich was zu essen. Nee. Ich finde es überhaupt nicht funny. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Auch Pennymarkt-Doku. Mir tun die Leute einfach nur leid. Sorry, wir sind ja in einem Comedy-Podcast, aber das ist wirklich, es trifft meinen Humor überhaupt nicht. Ist bei mir auch so. Es trifft meinen Humor nicht. Bei Schwiegertochter gesucht, dadurch, dass man dann jetzt auch weiß, wie das da hinter den Kulissen abgeht, tun mir die Leute auch total leid. Und ich werde auch aggressiv davon. Ich kann das nicht gucken und mich dabei entspannen oder berieseln lassen oder so, sondern ich werde richtig aggressiv dabei. Und weil das ja auch so schlecht gespielt ist und sowas dann zum Teil. Und das ist einfach, kann ich auch überhaupt nicht ab. Also wenn ich diesen, also ganz ehrlich, ich begleite regelmäßig Ausflüge für die Lebenshilfe. Und um mal diesen Bogen vielleicht zu schlagen, das ist erstmal unterhaltsamer und man hilft den Leuten dabei. Und das ist vielleicht dann doch der bessere Ansatz, das ist jetzt richtig die Anstalt hier, ne? Aber das ist vielleicht der bessere Ansatz, als vom Fernseher sich darüber lustig zu machen, sondern geht doch mal mit den Leuten ins Otterzentrum und guckt euch da mal die Otter an und verweilt nicht zwei bis drei Stunden im Souvenirladen, weil die Otter nicht interessant sind, aber der Souvenirladen interessant ist. Das ist doch irgendwie der bessere Zugang als Schwiegertochter gesucht. Ganz kurz, ich bin total auf deiner Seite, das klingt richtig nice, aber die Otter sind mega interessant. Otterzentren, richtig, richtig es geil. Es gibt das Otterzentrum Hankensbüttel und wir waren da mit der Lebenshilfe und das ist wirklich so, wenn du mit der Lebenshilfe unterwegs bist, dass der Souvenirladen in der Regel bei solchen Attraktionen, das ist, wo die Leute hinwollen und wo die den ganzen Tag bleiben wollen. Und dann musst du immer für die Leute zählen, wie viel Geld haben sie noch und was können sie sich noch kaufen.
Aber wir waren wir sind vorher aus pädagogischen Gründen natürlich auch einmal durch dieses Otterzentrum durchgegangen. Und dann gibt es da eben nicht nur Otter, sondern also es gab einen Dachs, der hat geschlafen. Geil. Und ansonsten, das war das einzige Tier, was ein bisschen anders aussah. Ansonsten gab es so Nerze, Hermelin, Otter. Und das ist im Prinzip alles das gleiche Tier, nur in unterschiedlichen Größen und Farben. Das stimmt irgendwie. Was es einfach zu einem sehr uninteressanten Zoo macht am Ende. Ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen besser als der Zoo, was so die Haltung und so angeht, der Tiere. Aber es ist schon so, dass du ja im Zoo, dann hast du da eine Abwechslung, weil da steht dann der Esel und dann als nächstes hast du da ein Känguru. Und du hast da wirklich nur im Prinzip das gleiche Tier und dann warst du beim Nerz und gehst weiter zum Hermelin und siehst quasi das gleiche Tier nochmal so leicht anders. Das ist, als würde man sich, würde man in ein Automuseum gehen und da wären nur Golfs. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich würde tatsächlich aber Schwiegertochter gesucht nochmal nutzen wollen, um mit dir über Humorfarben zu sprechen. Weil wirklich eine Menge meiner Freunde, was heißt eine Menge, aber es gibt halt so ein paar, wo ich null Zugang habe. Ich habe auch null Zugang zu Memes tatsächlich. Und ich würde mal fragen, was findest du richtig funny? Weil wir sind ja irgendwie auch als Stand-Up-Comedians vielleicht nochmal tiefer im Thema Humor. Ne? Also wir beschäftigen uns ja tatsächlich auch analytisch damit. Was findest du richtig lustig? Also was so Internet-Memes und sowas angeht, gibt es schon viel, was ich lustig finde. Das Problem ist dann, dass es schnell repetitiv wird. Also die gleiche Gag-Mechanik wird immer wieder angewendet und das macht es dann irgendwann langweilig. Da verschwinden dann ja auch Memes einfach, weil das dann durchgespielt ist. Und die Kunst ist ja sozusagen eine Mechanik zu erfinden. Es gibt aber, also ich kann jetzt gar nicht so genau meine Humorfarbe beschreiben. Es gibt aber so einzelne Gags, die mich dann einfach so wahnsinnig abholen, dass ich die immer und immer wieder hören muss und oder sehen muss oder lesen muss oder so. Es gibt zum Beispiel auf dem neuen Ärztealbum, Hell heißt das, da fängt das Album fängt an mit so einem Trap-Intro. Und da singt dann, Farin Urlaub singt, wir glitzen und funkeln, das war ein Handy, ja, die Join. Dann ruft Bela B. von hinten, ja, ich wollt's grad sagen. Und dann singt Farin, das wird die Germanisten freuen. Und dann ruft Bela B. von hinten, und die Germania. Und das finde ich einfach, das holt mich auf sehr vielen Ebenen sehr doll ab, dieser Gag. Und das ist dann so etwas, was ich mir dann immer und immer wieder anhöre. Aber ich kann jetzt nicht so ehrlich gesagt sagen, was jetzt genau meine Humorfarbe ist. Ist schwierig. Wie ist das bei dir? Ich kann das tatsächlich relativ gut einordnen. Ich kann mich tatsächlich sehr für, also ich habe als Kind immer Witzebücher gelesen, ne? Also ist jetzt nicht wahnsinnig cool. Wir haben ja schon über uncoole Hobbys. Aber ich habe mich einfach sehr für Humormechaniken, wie du es sagst, interessiert. Ja. Und ich glaube, hast du auch immer vorne ins Witzebuch reingeschrieben, auf welchen Seiten die guten Witze sind? Oder hast du die angekreuzt? Ich habe die markiert. So? Ja, ich hatte die. Ja, ich auch. Ja. Geil. Also wenn da draußen ein Kind zuhört, was Witzebücher markiert, ihr landet wahrscheinlich auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne. Ja. Und ich habe jetzt nicht vorgesetzt und mich wahnsinnig beömmelt, sondern ich habe das halt analytisch gesehen. Und das habe ich auch immer noch bei so Jodel, Best-of-Jodel-Seiten. Da, wenn ich da mal einen Gag lese, sitze ich halt davor und nick so, ja, der ist wahnsinnig gut, der ist halt wahnsinnig gut. Da lache ich aber nicht unbedingt. Was mich da so ein bisschen abholt, ist, wenn ich denke, okay, da jodelt jetzt jemand über ein ernstes Thema und will so ganz suffisant seine Meinung darstellen, aber dann zieht das halt total ins Lächerliche. Weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das holt mich dann ab, weil ich dann überrascht bin, okay, das ist jetzt plötzlich ein Gag. Wenn ich einen Gag erwarte, dann lache ich meistens nicht so. Und was mich total abholt, ist die Show Impractical Jokers. Das ist meine Empfehlung hier im Podcast für alle da draußen. Es ist eine fantastische Show. Guckt's mal bei YouTube oder so. Das sind vier Stand-Up-Comedians, die haben eine wahnsinnig tolle Chemie, weil sie seit ihrer Kindheit irgendwie befreundet sind. Und stellen sich immer so Aufgaben, irgendwie auf der Straße Leute anlabern und so. Und das holt mich halt ab, weil es nicht vorhersehbar ist für mich. Also, weil die dann irgendwie zum Beispiel auf der Straße mit irgendwem sprechen und dann sagen die dem übers Mikrofon irgendwie Stopp und dann darf er sich nicht mehr bewegen. Und es ist einfach wahnsinnig lustig, wenn du mit jemandem im Gespräch bist und er auf einmal sich gar nicht mehr bewegt. Ja, ja. Also ist vielleicht auch ein Ding, was man sich angucken muss, ist schwierig zu erzählen. Aber das ist total dann meine Humorfarbe, wenn ich halt nicht vorhersehen kann, was passiert. Und das einfach bei versteckter Kamera und so relativ. Und ich habe auch so eine Fremdschamgrenze. Das ist mir, das habe ich nicht so richtig. Ach so, ich habe die. Ja. Ja. Ich kann Jerks zum Beispiel nicht gucken.
Jerks? Oh, das ist tough. Ja, das stimmt. Das hart, krieg ich nicht hin. Ich habe anderthalb Folgen geguckt, die ersten anderthalb Folgen, das war mir zu heftig. Kann ich nicht gucken. Ich weiß, dass das ist ja auch irgendwie so ein Qualitätsmerkmal, weil das will diese Sendung ja, aber ja. Ich krieg's nicht hin. Ja, nee, das stört mich tatsächlich gar nicht so. Deshalb ist aber ich muss sagen, was du gesagt hast, wenn man so einen Gag erwartet und dann sich mit so ein paar Mechaniken auseinandergesetzt hat, dann kann man manchmal auch schon erahnen, in welche Richtung das ungefähr geht. Ich finde es aber immer noch sehr lustig, wenn es dann doch nicht zu erwarten ist. Bei Stand-Up-Comedy-Shows, so bei so Stand-Up-Specials bei Netflix oder so, gibt es viele, wo ich dann auch nicht lache, die ich aber trotzdem nicht schlecht finde. Ja. Es gibt so ein paar, die holen mich dann einfach trotzdem wahnsinnig ab und ich sitze davor und denke, warum mache ich das eigentlich noch, wenn es so eine lustige Leute gibt, dann bin ich ja vollkommen unnötig. Also zum Beispiel Taylor Tomlinson mit Quarterlife Crisis, da habe ich einfach wahnsinnig gelacht, als ich das gesehen habe von ihr. Wahnsinnig, wahnsinnig witzig, wahnsinnig gut. Und dann ist das immer, es gibt immer so einen Grat zwischen inspirierend und desillusionierend. Das ist ein schmaler Grat. Ja, total. Und sie war wirklich schon bei desillusionierend, weil das einfach zu gut war. Damit kam ich nicht klar, dass ich habe mich gefragt, warum sollten Leute in Hannover zum Beispiel, wenn wir auftreten, zu einer Show von uns kommen, wenn sie stattdessen Taylor Tomlinson bei Netflix gucken sollten? Ja. Warum? Verstehe. Und warum hören Leute diesen Podcast, wenn sie stattdessen Taylor Tomlinson bei Netflix gucken könnten? Das, da ist dann so ein Moment, wo ich denke, ja, okay, dann hör doch einfach auf. Lass es. Es gibt andere, die können das besser. Hör auf. Ja, das finde ich spannend. Ich habe das tatsächlich bei Stand-Up-Comedy habe ich jetzt gerade ein bisschen ausgeklammert, weil da sind wir natürlich super deep drin. Wenn ich Stand-Up alleine gucke, bin ich sehr, sehr analysierend. Das kann ich aber ausschalten, wenn ich irgendwie bei einer Show bin oder in einer Gruppe. Und dann finde ich ganz viele Sachen auch richtig gut. Ja. Also, und dann ist häufig, also das größte Kompliment ist ja zu sagen, das würde ich gerne auf der Bühne spielen. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? So, und das habe ich auch häufig genug. Also wirklich gute Sets. Ist halt genial dann zu sehen. Ja. Wollen wir mal zum Jodel-Duell kommen? Wollen wir mal schauen, wer diese Folge gewinnt? Wollte ich gerade vorschlagen. Ich bin gespannt. Ich bin auch echt gespannt. Ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Es ist schon ganz gut, dass ich einen roten Punkt unten sehe. Es gibt Leute, die haben darauf gewartet. Ich auch. Okay. Ich würde noch mal meinen einmal vorlesen. Es ging darum, dass Regenbögen eine Überforderung für den Himmel sind und sich nicht zwischen Sonne und Regen entschieden werden kann, deshalb ist es einfach bunt. Und ich habe tatsächlich, ich muss dich Lügen strafen, würde ich mal sagen. Ich bin zweistellig geworden, ich habe 10 Upvotes. Okay, das Eis wird dünn. Ich glaube, ich muss mal wieder meine guten Gags rauskommen. Ich habe 3 Upvotes nur. Jawohl, da ist der zweite Punkt in Folge. Ich weine, Kilian. Es fällt so viel Druck von mir ab, ne? Du kannst doch nicht sagen, du bist Stand-Up-Comedian und dann verliert man hier im Jodel-Duell 4-mal gegen dich in Folge. Nein. Nein, völlig unnötiger Diss. Ich freue mich tatsächlich sehr über diesen Punkt. 4-2. Ich komm, Kilian. Da muss man wieder im Gag-Regal ein bisschen höher gegriffen werden. Ich muss mal wieder höher greifen. Ich habe schleifen lassen, das gebe ich gerne zu. Ich habe einfach nur noch Dinge, so ich dachte, ja komm, für Matti reicht's. Aber offenbar nicht mehr. Matti hat seine Qualitätsoffensive gestartet beim Jodel-Duell. Und mein großes Ziel muss es jetzt bleiben oder muss es jetzt sein, diesen Abstand nicht noch kleiner werden zu lassen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, das würde ich auch mal sagen. Ich fand es wieder sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen. Auch an die Zuhörer, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wirklich immer, dass ihr da seid. Und ich fand es auch toll, dass wir heute mal ein bisschen über Stand-Up gesprochen haben. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was uns verbindet. Ja. Und dass wir uns über die Flirtfragen auch ein bisschen privater kennengelernt haben. Ja, genau, da haben wir uns richtig mal ein bisschen kennengelernt. Über Schwiegertochter gesucht. Das ist ja wirklich fantastisch, wie gut das geklappt hat. Themen, die verbinden. Aber das ist auch so ein Thema, wo du merkst, ob man zusammenpasst oder nicht, fällt mir gerade ein, ne? Ja, aber wir passen zusammen, weil wir beide da sehr im Dunkeln gestochert haben. Richtig, das ist sehr, sehr schön. Also ich könnte mehr zur NATO sagen, als zur Schwiegertochter gesucht. Also das können wir vielleicht mal mitnehmen für die nächste Folge. Ja. Und dann macht's gut, liebe Zuhörer. Macht's gut, Kilian. Ciao. Küsschen, Bussi, Baba. Tschö mit Ö. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henke und bei Marie Scharnhoop für das fantastische Logo.